Was alt ist, kehrt weg. Haut's eine Backerschaufel auf den alten Dreck. Aber verliert nicht Bayern so sein Gesicht. Sowas interessiert Fortschrittsbürgermeister und 0815 Planer nicht. Ein Güterbahnhof war keine Residenz für adlige Herren. Und trotzdem mögen wir einen alten Güterbahnhof mindestens genauso gern. Eine alte Jagerhütte ist kein Schloss Herrenchiemsee. Und trotzdem waren die kleinen Denkmäler mindestens genauso schön. Stimmt absolut. Unsere Verfassung macht einen Denkmalschutz zur Pflicht. Und ein Hymne ist eine Dicht. Unsere Vorfahren wussten schon genau. Schirme deiner Städte Bau. Braucht's zum Zwiefachen ein Keyboard statt der Zirch? Braucht's ein Wiedenradl neben der Wieskirch? Braucht's Sonnenkollektoren auf dem Dach vom Dom? Leid langsam, spart's doch bitte erst einmal einen Strom. Die Münchner Bohem und die Demihuberin machen Stunk, gegen das Denkmalamt und einen bayerischen Rundfunk. Auf der Abrissliste steht der weltberühmte Studiobau. Das soll kein Denkmal sein, das glaubt euch keine Sau. Ich glaub's auch nicht. Wenn Menschen über Generationen in einem Haus schlafen, arbeiten, essen, Kinder machen, sterben und drin wohnen, noch kriegen die Sturner von dem Haus eine Seele und fangen selber an zum Leben. Sowas darf man nicht kaputt machen und ihm der Brüsseln preisgeben. Das war's. Das war's. Ja, jetzt hör da schon auf, der Rudi Mengstanzl singen. Ja, das freut mich, wenn's noch einer kann, weil die Jungen lernen es nimmer.